herzlich willkommen hier zum Nigelnagelneuesten Special beim Telestammtisch. Und liebe Leute, ihr wisst es, ich hatte hier schon sehr viele ganz, ganz tolle Gäste am Start. Und heute können wir vielleicht nochmal eine kleine Schippe oben drauflegen, denn wir haben heute niemand Geringeren als die Superfreunde persönlich hier dabei. Moin Jungs. Moin. Und vielleicht gibt es da draußen Leute, die noch nicht so genau wissen, wer oder was die Superfreunde eigentlich sind. Vielleicht könnt ihr euch mal kurz vorstellen, wer möchte, darf gerne das Wort ergreifen. Jo, ich bin der Alex, im Panini-Forum unter Lizard King unterwegs, schon seit 10 Jahren. Ja, und komme aus Gelsenkirchen und nicht aus Norddeutschland. Und du bist ein Superfreund? Und ich bin ein Superfreund. Was heißt denn das? Das geht darum, dass ein paar Comic-Fans jetzt schon sich seit ein paar Jahren regelmäßig treffen. Die Geschichte dazu erzählt vielleicht gleich der Mike. Und wir haben letztes Jahr im Februar einen Club gegründet mit der Zielsetzung, ein Comicfest in Norddeutschland zu organisieren. Also die Superfreunde sind speziell mit der Absicht gegründet worden, diese Veranstaltung zu gründen. Hat jetzt nicht etwa vielleicht sogar einen privaten Hintergrund oder einfach nur... Privater Hintergrund einfach da, dass wir uns eigentlich alle super verstehen, dass wir uns eben, wie gesagt, schon jahrelang treffen. Mhm. Alle irgendwie was mit Comics, mit dem Hobby Comics zu tun haben. Ja, und deswegen, ne, verstehen uns super, treffen uns regelmäßig und deswegen haben wir diesen Club auf Clubbasis gegründet, eben, dass wir kleinere Sachen organisieren können, dass wir uns treffen können regelmäßig, dass beispielsweise bei Treffen hier in Nordrhein-Westfalen, dass dann die Hamburger runterkommen oder wenn wir uns in Hamburger Raum treffen, dass wir Gelsenkirchen auch rüberkommen, dass das einfach so ja, eine Basis hat. Also im Grunde haben wir den Club gegründet. Achso, ich bin der Mike. Ne? Moin. Wir haben den Club halt gegründet, um halt dieses Comicfest zu finanzieren. Das ist nämlich nicht, wir haben keine dicken Sponsoren, wir wollen damit nicht reich und Millionär werden und hast du nicht gesehen. Wir machen das einfach am Spaß an der Freude und wir haben dafür einen Monatsbeitrag, den wir entrichten, um dieses Comicfest auf die Beine zu stellen. Mhm. Und der Dritte im Bunde hier, das ist wer? Das ist der Martin, hallo. Moin. Ja, ich bin Martin, komme aus Schwerin, also mehr so die nordöstliche Gegend. Da sieht man schon, dass wir sehr breit gefächert sind. Und ich bin hier gerade auf eurer Seite, superfreunde-comic.de, werden wir natürlich auch in die Shownotes packen. Generell, wie immer gilt, ihr könnt hier nichts verfehlen. Alle Links zu allen Social-Media-Plattformen und Online-Auftritten gibt's wie immer in den Shownotes. Und ich bin ja gerade auf einem Bereich Clubrat und im Clubrat bist du wo auch drin, ja? Ja. Wie viele Mitglieder seid ihr denn eigentlich so? Also vielleicht immer nur mal so ein bisschen Grund, was zum Verein auch, damit man so eine Vorstellung hat, aus welchem Kreise die Veranstaltung, über die wir heute sprechen wollen, erwachsen ist. Momentan sind wir 11 Mitglieder, die verstreut sind in ganz Deutschland. Es zentriert sich zwar im Hamburger Lübecker Raum, aber wir haben jetzt auch Leute dabei, eben aus Nordrhein-Westfalen, dann aus Stuttgart haben wir jemanden dabei. Wie gesagt, wir kennen uns alle untereinander. Mhm. Und erzählen wir doch mal die Origin der Superfreunde. Oh, das kannst du besser machen. Ja gut, dann mache ich das mal. Ja. Nein, also ich bin ja der Flattermann im Panini-Forum, auch seit 2012 im Panini-Forum aktiv. Ich habe früher viel Romane gelesen, also ich habe ja schon immer Comics gelesen, aber als ich dann mit Comics wieder so reingekommen bin, das war durch Frank Millers, Der dunkle Ritter kehrt zurück, und durch das Videospiel Arkham Asylum, was ich halt mega geil fand. Und so bin ich halt wieder auf Comics gekommen. Und was ich halt so schön finde am Thema Comic ist halt, man kann sich da so wunderbar drüber austauschen. Es gibt zig Leute, die da auch Bock drauf haben, sich darüber auszutauschen. Dann hatte ich im Panini-Forum so einen kleinen Aufruf gestartet, so einen Hamburger Treff zu machen. Und wie Martin schon mal so schön festgestellt hat, wir machen Hamburger Treff ohne Hamburger. Genau. Einzigen hatten wir dabei. Ja, Pyro, auch in Panini-Form aktiv, der ist dann leider weggezogen. Und daraus ist dann halt sehr viel entstanden. Also wir haben uns dann diesen Treff gemacht mit Leuten, die halt Bock hatten, auch mal darüber zu reden, Spaß dran zu haben und so. Und da ich ja schon immer so auf Comic-Messen unterwegs war, ich bin ja Signaturensammler, und dann hat mich doch der Alex einfach mal angeschrieben, Panini-Forum, ob ich ihm von John Romita Jr. ein Autogramm besorgen kann.
Habe ich gesagt, ja, kein Problem. Dann hat Alex mir das zugeschickt und dann war ich halt auf der Messe in London. Alex hat sich dann bei mir gemeldet, war natürlich super happy und so. Und dann war er beim Freund von ihm in Bad Segeberg zu Gast. Und das ist jetzt nicht so weit von mir aus. Und dann bin ich da hingefahren, habe ihm das selbst übergeben und da haben wir dann geschnackt. Und so ist dann raus so der größere Kreis entstanden. Denn da war der Peter dabei. Die haben den Superhelden-Fanclub Lübeck gehabt. Wenn ich mich jetzt recht erinnere an den Namen. Superfreunde? Ja. Nee, Superhelden-Treff Lübeck, genau. Genau. Superhelden-Fan-Treff Lübeck. Genau. Und die haben euch dann eingeladen, soweit ich mich erinnere. Genau, Peter den haben wir rum. Hat gesagt, oh, so jünger, desto besser, schaffst du alle her. Ja, dann war ich, das beim ersten Mal war das noch so im kleinen Rahmen, da bin ich dann auch, da hat Mike mich mit zu Peter mitgeschleift. Ja, und da habe ich dann erstmal gemerkt, wie viele andere Verrückte das noch gibt, außer uns. Und sucht ihr eigentlich noch neue Leute, oder ist das jetzt so eine geschlossene Veranstaltung? Immer. Immer her. Also wer Interesse hat am Thema Comic, egal in welche Richtung, ob es ums Sammeln geht, ums Lesen, ob ums Veredeln, also mit Signaturen oder so. Man muss auch gar nicht großartig Ahnung von Comics haben, man muss einfach nur Spaß an dem Thema haben irgendwie. Und bei uns sind eigentlich alle willkommen. Und je sympathischer wir uns sind, wird dann irgendwann die Anfrage kommen, ey, hast du Bock bei uns mitzumachen? Ach ja, nice. Sehr gut. So. Da cashen wir die Leute dann auch. Genau. Das muss man nämlich wissen. Also wir zahlen ja alle einen Mitgliedsbeitrag, um halt solche Sachen wie die anstehende das Comicfest Norddeutschland zu finanzieren. Genau. Ach ja, nice. Also ein Freundeskreis, der offensichtlich sehr Comic interessiert ist und auch ganz, also wirklich viele Leute da eben auch, 11 habe ich jetzt gehört, eben im Verein hat. Ich kenne euch jetzt eigentlich im Wesentlichen nur über das Panini-Forum und kann zumindest bestätigen, dass da eine große Expertise vorhanden ist. Also das lässt sich nicht abstreiten. Ja, und den Mike hatten wir jetzt ja nun auch schon zweimal zu Besuch bei der regulären Ausgabe im Telestammtisch, wo wir uns mal einen Eindruck davon machen konnten, wie das so in seinem Comic-Alltag eigentlich aussieht, wo er so unterwegs ist und wo er vielleicht auch sein Geld rein investiert. Also man muss auch dazu sagen, wir sammeln alle komplett anders. Ja. Ne, das ist beim Comic immer so das Schöne. Jeder hat so sein. Ich habe natürlich einige schon auf die dunklen Seiten des Comic-Business gezogen. Ja, leider. Nicht wahr, Martin? Ne, aber wir sammeln halt alle. Jeder ist halt verschieden. Jeder hat andere Interessengebiete. Und das ist halt ja auch das, was das Hobby so ein bisschen ausmacht, dass es halt so breit gefächert ist. Und insgesamt im Club herrscht, weil diese ganzen Unterschiede so breit gefächert sind, ein unglaublich unterschiedliches Fachwissen auch. Das ist dann immer sehr interessant. Also wir haben im Superheldenbereich, meine ich, eigentlich alle Themen parat. Also wenn es da um irgendwelche Fragen geht oder irgendwelche Diskussionen geht, da sind wir, glaube ich, ganz weit vorne dabei in Deutschland. Mega. Kann man so sagen. Und heute geht es ja um die Veranstaltung, die also eben ihr als Superfreunde da startet. Bevor wir auf die Veranstaltung selbst zu sprechen kommen, ich will hier mal so im klassischen Sinne das Wer, Wie, Was, Wieso, Weshalb, Warum abarbeiten. Wir wissen jetzt also, wer ihr seid. Wir wissen aber noch nicht, wie es eigentlich zu der Veranstaltung gekommen ist. Was hat euch jetzt dazu gebracht, da eine größere, für die Öffentlichkeit bestimmte Veranstaltung ins Leben zu rufen? Also im Grunde halt haben wir das gestartet, um halt einen Fixpunkt für uns zu haben. Wie Alex ja auch schon gesagt hat, dass wir halt aus verschiedenen Räumlichkeiten in Deutschland kommen, nicht alle aus derselben Ecke. Wir wohnen jetzt nicht im selben Dorf und treffen uns jeden Tag auf ein Bierchen. Das geht nun mal leider nicht. Und leider. So ist es halt, dass wir halt einen Fixpunkt einmal im Jahr haben, wo wir alle zusammenkommen können, wo wir uns treffen, wo halt ein übergeordnetes Ziel dabei ist. Der Wunsch, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, ist schon länger da. Unser Vorsitzender ist Stanley Head, ich bin zweiter Vorsitzender, der das auch immer gerne gemacht hat, was aber bei seinem früheren Club halt nicht genug Leute, die da so mitgezogen sind, da waren. Und ich hatte dann mal einfach so eine Facebook-Seite aufgemacht zum Ideen sammeln und so weiter. Und irgendwann meinte er dann, jetzt müssen wir aber mal loslegen hier oder was. Und daraus ist das dann alles so entstanden, auch mit dem Club, den wir gründen, um das alles zu finanzieren. Und das machen wir halt natürlich erstmal, weil im norddeutschen Raum gibt es halt so gut wie gar nichts oben. In Kiel, die Ecke ist halt tot. Und so war das dann für uns natürlich eine schöne Möglichkeit, da was auf die Beine zu stellen. Und es musste dann natürlich auch eine Location sein, wo wir auch mal hinfahren können, uns das alles angucken, weil darum muss sich ja dann auch einer kümmern. Und da habt ihr euch gedacht,
legen wir mal los. Wir wollen also die Öffentlichkeit gehen und wir wollen da was starten. Und ihr startet nicht irgendwas. Ihr startet das erste Comicfest Norddeutschland. Fangen wir mal an mit dem Datum. Wann genau findet dieses Comicfest dann statt? Am 16.06.2018 in dem schönen Städtchen Bordesholm. Ich kannte Bordesholm vorher noch nicht. Warum gerade Bordesholm? Na, weil wir da eine super Location bekommen haben, die für uns erschwinglich ist vom Club her und eine gute Lage hat. Also die Anbindung ist super. Von Kiel aus sind das 10 Minuten mit dem Auto. Man kommt wunderbar mit Bahn und Bus hin. Das ist auch alles überhaupt kein Problem. Und mit dem Auto ist das direkt an der Autobahn, sodass man da halt machen kann und da perfekt reinkommt, nicht irgendwie sich lang durch den Stadtverkehr oder sonst irgendwas kämpfen muss. Und da war das dann relativ schnell gefunden. Und generell die Lage Norddeutschland, die lässt sich also eben darauf zurückführen, dass ihr im Grunde nach auch eher so aus dieser Region kommt. Habe ich das richtig verstanden? Oder soll es mehr so ein Gegenpol zu anderen, vielleicht eher in Süddeutschland stattfindenden Veranstaltungen sein? Nein, der Großteil des Clubs, der kommt eben halt aus der Hamburger, Lübecker, Schweriner Ecke. Und ich glaube, 8 Leute kommen, glaube ich, aus dem Bereich. Und das wäre irgendwie Blödsinn, wenn wir jetzt irgendwie das jetzt in Gelsenkirchen machen würden oder in München machen würden. Es muss wirklich jemand da sein in Norddeutschland, der sich die Location sich anguckt und das irgendwie alles da vor Ort organisiert. Und der größte Teil des Clubs kommt eben halt aus Norddeutschland. Deswegen. Genau. Außerdem, wie Mike schon sagte, gibt es hier oben ja nicht so viel. Also in Hamburg finden ja auch noch ein paar Messen statt, aber ansonsten alles da nördlich davon, da ist eigentlich tote Hose. Und das wollen wir so ein bisschen ändern, weil hier gibt es bestimmt auch viele andere Leute, die noch Interesse an dem Thema haben, die man mal so ein bisschen mit anfixen könnte. Sagen, ja, hier gibt es auch noch. Super geil. Nachwuchs heranzüchten. Ja, klingt total geil und kann mir vorstellen, dass es total der Burner wird. Bevor wir uns jetzt auf die Inhalte, also was da im Detail dann eigentlich stattfindet, stürzen, müssen wir unbedingt nochmal auf dieses fantastische Logo zu sprechen kommen. Denn das ist das Erste, was ans Auge sticht, wenn man euch googelt, mit einer wirklich beeindruckenden Möwe. Wie kam es denn zu dem Logo? Wer hat es denn gemacht? Ja, also, dass eine Möwe kommen sollte, war eigentlich schon länger so ein bisschen abgesprochen zwischen uns so. Dass es eine Möwe werden sollte. Ich hatte zuerst noch so ein bisschen was anderes, so dass man so ein bisschen dieses Meins, 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 so dass so ein Möwe halt runterfliegt, so ein Comic Cloud, wie man es vielleicht aus Findet Nemo kennt, so ganz witzig. Und Peter hatte dann einen befreundeten Zeichner, der das Logo so grob gezeichnet hat. Und mein Wunsch war natürlich auch, dass das so sehr professionell aussieht und nicht einfach nur so, ich sag mal, Paint.net hin und her gewurstet. Da habe ich mich dann an den Dennis Bouncy Lehmann gewandt. Kennt man vielleicht von Plam Plam, The Changer hat er gemacht, Trachtman, die Cover koloriert und so. Und der hat das schon wirklich super drauf und der hat dann diese grobe Vorlage geinkt und auch koloriert. Und ich muss sagen, ist toll geworden. Dann das Layout hat Christopher Kläuber gemacht, der Chef von Plam Plam Productions, hat für uns das Layout da drumherum gezaubert. Wir hatten dann besprochen, wie das im Groben sein wird, ob das rund, gerade und so sein sollte. Und den Vorentwurf zum Layout hatte ein guter Freund von mir gemacht. Also eine große Kombo. Sehr gut. Sieht auch echt klasse aus. Also schaut euch das mal an. Ist ja entsprechend ja auch unser Titelcover heute. Und nun gut, dann sollte es eben jetzt auch mal um die Inhalte zur Veranstaltung gehen. Das Erste, was ich schon mal mega geil finde, ist, dass es mit gerade mal 3 Euro im Eintrittspreis und auch für Kinder unter 12 Jahren sogar noch kostenlos offensichtlich auch eine familienorientierte Veranstaltung ist. Interpretiere ich das richtig? Ja, natürlich. Absolut. Ja, ganz genau. Das ist natürlich auch unser, wie schon anfangs gesagt, das machen wir von Fans für Fans. Wir wollen damit nicht reich werden, wir wollen keinem irgendwie für ein Foto da 10, 20, 30, 40, 50, 100 Euro aus der Tasche ziehen. Wir wollen einfach da ein schönes Fest haben, wo auch Familien vorbeikommen können und Kinder vor allem sich natürlich auch, die, wie Alex schon gesagt hat, Nachwuchs züchten. Wir möchten ja auch gern, dass wir nicht irgendwann aussterben und alle irgendwie nur noch irgendwelche YouTube-Videos gucken und nur noch zugucken, sondern auch selber was machen. Und da ist natürlich unser Ansatz, dass die Kosten für die Fans oder für die Leute, für die Gäste so gering wie möglich zu halten. Vor allen Dingen sind wir ein Club. Wir wollen keinen Gewinn machen. Wir wollen einfach Spaß haben. Ne? Einfach nur ein gemütliches Fest ist eigentlich für uns. Aber dann laden wir eben ganz Norddeutschland ein, mit uns zusammen zu feiern.
So kann man das eigentlich ausdrücken. Sehr gut. Also entweder Nachwuchs züchten oder vielleicht sogar auch Nachwuchs zeugen. Die Möglichkeiten sind da vielfältig. Wow. Ich finde ein sexy Cosplay-Outfit anziehen und dann hoffe ich mal das Beste. Ja, genau, kommen wir zu den Inhalten. Also der hatte jetzt diesen Cosplay-Wettbewerb angesprochen. Was genau ist das denn? Wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, es wird, Cosplay ist ja ein Begriff mittlerweile geworden im Comic-Manga-Bereich, auch im Videospielbereich, dass sich eben die Fans nach ihren Helden verkleiden. Ne? Gibt ganz ausgefallene Kostüme mittlerweile. Ob sich jetzt einer einen Iron Man-Anzug bastelt oder ein anderer sich einfach eine Papiertüte über den Kopf zieht und Umarmung verteilt. Also es gibt ganz, ganz viele Kostüme, Kostümideen. Mal machen die Menschen mehr Mühe da an diese Kostüme, mal weniger Mühe. Und wir haben uns dann einfach so gedacht, ey, kommt zu uns, verkleidet euch. Und wenn ihr Bock habt, nehmt an einem Cosplay-Wettbewerb teil, der mit Preisen ausgestattet ist. Mhm. Und ihr präsentiert eure Ideen auf einer Bühne, weil wir haben auch eine Bühne da. Und wird dann auch moderiert und könnte ganz interessant werden. Wir wollen es bunt haben. Wer ist denn da die Jury? Wer entscheidet jetzt, wer da gewonnen hat? Die Jury wird der Superfreunde Comic Club sein. Und natürlich also, der Applaus. Ne, absolut. Ne, der den lautesten Applaus bekommt für sein Kostüm, der wird das Ding dann auch gewinnen, denke ich mal. Könnt ihr schon was verraten, was es zu gewinnen gibt? Nein. Streng geheim. Alles streng geheim. Sehr gut. Ein bisschen okay. Überraschung muss ja noch bleiben. Also der Cosplay-Bereich ist offen. Also das Thema Cosplay wird eine Rolle spielen. Das freut mich schon mal sehr, weil das eine Veranstaltung immer sehr belebt und auch tolle Bilder dann natürlich auch dabei rumkommen. Das ist also schon mal großartig. Und auch gerade, wenn es um tolle Bilder geht, ihr seid, glaube ich, auch ganz gut ausgestattet, was es so, ich sag mal so, an Fotoset-Möglichkeiten gibt. Ist das richtig? Ja, wir haben ein Zurück in die Zukunft. Eine Mall war das, dieses Mall-Schild, Mike. Finds Mall. Genau, also ein Zurück in die Zukunft Hintergrundbild, sage ich mal, wo man sich da vorstellen kann. Boah, das ist schon sehr aufwendig gebastelt. Also das ist schon, genau. Das, was heißt gebastelt, ist eigentlich schon ein professionelles Schild, ist das wirklich. Also das sieht fantastisch aus. Dann wird es eine Art Fotobox geben, wo sich die Cosplayer fotografieren lassen können von einer Fotografin. Die wird das dann irgendwie übers Internet machen, dass diejenigen, die sich fotografiert haben, auch an ihre Fotos kommen. Dann haben wir gleich direkt am Eingang Bumblebee stehen von den Transformers, also das Filmauto. So. Da wird es auch die Möglichkeit geben, sich davor zu stellen oder daneben zu stellen und Fotos zu machen. Das ist schon so ein Highlight eigentlich. Sau geil, das klingt professionell, wie man das auch von großen Comic-Conventions hier auch weltweit kennt. Klingt echt geil. Von denen wir uns aber abgrenzen möchten. Okay, gerne, ne? Warum? Wenn ich so an diese Comic-Cons hier in Deutschland denke, wir wollen was völlig anderes aufziehen. Diese Comic-Cons in Deutschland sind eigentlich nur dafür da, dass der Betreiber Geld verdient, indem er irgendwelche abgehalfterten Schauspieler irgendwie da hinsetzt und unterschreiben lässt für irgendwelche sündhaft teuren Autogramme. Und sowas wollen wir gar nicht. Also wir wollen wirklich den Ursprung zurückhaben, so ein bisschen. Das Familiäre. Ich gucke auf das Thema Comic lenken. Dass sich die Fans sich diese Cons zurückholen quasi. Also eine Comic-Messe, wo man auch Comics bekommt. Richtig. Wow. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Kernthema, die Comics und wo man die Comics bekommt. Woher bekomme ich denn da die Comics? Wie sieht es denn vor Ort mit Händlern aus? Die haben wir. Mit zu unseren Ausstellern gehört der Racing Rainer. Das ist ja eine Größe, die man aus Hamburg kennt. Durchaus. Dann haben wir die Toybox aus Berlin dabei. Mal sehen, was die so alles mitbringen wird. Da bin ich selbst noch gespannt. Viele von unseren Mitgliedern werden privat auch ein bisschen was verkaufen. So, na, da hat man die Möglichkeit, ein paar Schnäppchen zu machen vielleicht auch. Man kann Kisten wühlen, also nicht nur Neuware kaufen. Ach, schön. Da ist uns vor allem was für jeden was dabei. Deutsche also und US natürlich. Genau, ich habe sagen lassen, es geht also ab den 60er Jahren los im US-Bereich. Ne? Und im deutschen Bereich könnte es sogar noch ein bisschen tiefer gehen. Möglicherweise. Ne? Also wir werden ein breites Almprogramm haben. Ja, antiquarische Comics eben halt.
Wir werden auch Comic-Kunst bewundern dürfen, weil wir zwei Künstler da haben werden. Die haben es wirklich schon drauf. Also die sind ziemlich genial in ihren Zeichnungen. Das ist einmal Stefan Sombetski, der unter anderem das Cover für Sheriff Klassiker 2 gemacht hat. Der ist ein ziemlich aufstrebender junger Künstler. Und ich habe gehört, der hat auch irgendwie für so ein Klonsager-Buch auch was gemacht. Ja, das hätte ich jetzt nicht erwähnt. Eigenlob stimmt. Nein, hat natürlich auch das Cover zu dem Klonsager-Buch gemacht, was jetzt bei der Inkos letztes Jahr erschienen ist. Und wird auch die weiteren Cover zur Klonsager eben zu diesem Fachbuch machen, gestalten. Und dann haben wir auch Sedat Özkin da. Mike, was kannst du zu Sedat erzählen? Oh, der ist super. Ja, Sedat ist Comiczeichner tatsächlich vom Beruf und A hat Cover für Judge Dredd gezeichnet, Hellschild hat er gezeichnet für US-Verlage und arbeitet zurzeit für PKMM in den USA an einem Comic. Und er ist wirklich ein super toller Zeichner, auch super Typ. Und wenn ihr da seid, holt ihr euch von ihm eine Zeichnung, bestellt eine Commission, haut die Kohle raus, der ist es wirklich wert. Cool. Und das heißt, wir haben da also auch hochkarätige Gäste, die da eben auch zeichnen. Wir haben Menschen, die uns Comics verkaufen wollen. Und wir haben Menschen, die uns sogar Comics auf die Haut tätowieren können. Wir haben nämlich zwei Tätowiererinnen bei uns von Seven Souls Tattoo. Ah, okay. Live-Tattoo möglich. Auf der Bühne. Quasi. Auf dem Nacken hinter. Ja. Cool. Und vermutlich gibt es auch den einen oder anderen Kaffee oder vielleicht eine Kleinigkeit zu essen. Ja, das Restaurant in Bordesholm, da wo unsere Veranstaltung ist, hat auch ein, ja, wie ich schon sagte, ein Restaurant ansässig, wo man sich dann eben Getränke und Speisen eben auch holen kann. Nachdem man in den Comics gewühlt hat, kann man sich dann auch Erfrischung dort holen. Die werden auch einen kleinen Stand da haben auf dem Messegelände, wo man sich mit Snacks bedienen kann. Oh, fantastisch. Vermutlich auch zu bezahlbaren Preisen, schätze ich, oder? Ja, natürlich. Ja, wie sieht es aus? Ich kann hier was sehen von 90 Metern Verkaufsfläche, die da wohl insgesamt zur Verfügung stehen. Sucht ihr eigentlich noch Leute, die vielleicht ein paar Comics verkaufen wollen oder vielleicht den einen oder anderen interessierten Indie-Zeichner, der sich bei euch melden sollte? Oder ist das Line-Up schon komplett? Das Line-Up ist komplett. Das Line-Up ist komplett. Ja, nee, wir sind voll. Das Boot ist voll. Ja. Okay, ja, wir wurden da so ein bisschen überrascht, dass da doch so viel Anklang war. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir natürlich auch das von Fans für Fans machen. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch wiederholen werde heute. Aber natürlich sind unsere Tischpreise auch sehr human. Mhm. Also das ist nichts, das unbezahlbar oder sonst irgendwas. Das ist wirklich nur eigentlich nur die Kosten, die wir haben, reinzukriegen. Vor allen Dingen, wir haben jetzt auch zwei Verlage bei uns, mit denen wir jetzt überhaupt nicht gerechnet haben, Edition Comiografie und einmal den Wildfeuer Verlag, der ja so Piccolos, Falk und die ganz alten Sachen aus den 50er Jahren eben nachdruckt bzw. neu druckt. Das ist aber auch ziemlich interessant. Wie ist da zum Kontakt gekommen zu den Verlagen? Woher kennt ihr die? Privat. Private Freundschaften, Bekanntschaften, man ist ja schon jahrelang, jahrzehntelang in der Szene unterwegs und kennt dann eben halt ein paar Leute und die sind dann eigentlich komischerweise auch auf uns zugekommen, dass sie wollen. Und da haben wir uns natürlich auch sehr drüber gefreut. Man kennt sich eben, ne? Sehr schön. Ich kenne einen Typen, der einen Typen kennt. Davon ausgehend, dass das ein voller Erfolg wird, also so wie es klingt, ist das auf jeden Fall eine Veranstaltung, die man besuchen muss. Man kommt da gar nicht drum rum, wenn man auch nur annähernd in der Nähe wohnt. Dann könnte man sich ja vielleicht beim zweiten Comicfest, das eventuell und hoffentlich irgendwann stattfindet, ja nochmal bei euch melden, wenn man seine Arbeit zeigen möchte. Auf jeden Fall. Okay, also ich habe den Eindruck, ihr kennt euch da offensichtlich schon ganz gut und es wird eine ganz fluffige Veranstaltung mit jeder Menge interessanten Charakteren und eben auch viel Expertise. Ich kann mir vorstellen, dass es unter Umständen ganz gut läuft und da vielleicht die Stimmung auch ganz gut ist und unter Umständen ergibt sich ja die Möglichkeit, da vielleicht noch das ein oder andere Bierchen zu zischen. Genau, wir haben den Preis schon erwähnt, ihr seid also wirklich sehr günstig unterwegs, eine sehr familiär orientierte Veranstaltung, der ich viel Erfolg wünsche. Meint ihr, wir haben noch irgendeinen wichtigen Punkt vergessen, den wir unbedingt noch erwähnen sollten? Ja, habt ihr Interesse am Comic Rating? Auch die CBCSAVS United werden natürlich vor Ort sein. Ah,
Cool. Was genau das ist und was Comic Rating bedeutet, da verweise ich einfach mal ganz dreist auf die letzten Ausgaben vom Telestammtisch, wo du auch schon zu Gast gewesen bist und uns vieles dazu erklärt hast. Genau. Ja, und wie immer gilt, ihr findet alle Links, die ihr braucht und alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Ihr könnt auf gar keinen Fall, ihr könnt es gar nicht verpassen, ja? Also das Comicfest ist eine Sache, da muss man unbedingt mal hin, wie es aussieht. Und Jungs, ich wünsche euch verdammt viel Erfolg für die Veranstaltung. Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Tschö. Ciao.